Und
baldes Stübchen. Hinter mir der böse Wolf. Sein Spitzname ist Haardolf. Ich fürchte mich nicht. Krokodil, Liebste. Was ist ein Krokodil, Liebster? Das ist die Zukunft, Liebste. Hat die Zukunft noch einen Namen, Liebster? Karlchen, Liebste. Karlchen, das ist ein schöner Name, Liebster. Liebster, ich bin müde. Dann ruh dich aus, Liebste. Sind wir schon da, Liebster? Bulgarien, Liebste. Ich bin müde, Liebster. Dann ruh dich aus, Liebste. Sind wir schon da, Liebste? Frankreich, Liebste. Ich bin müde, Liebste. Dann ruh dich aus, Liebste. Sind wir schon da, Liebste? Quer durch Europa, Liebste. Quer durch Europa, Liebste? Ich bin müde, Liebste. Dann ruh dich aus, Liebste. Sind wir schon da, Liebste? Russland, Liebste. Ist das quer durch Europa, Liebster? Das ist quer durch, Liebste. Machen wir jetzt eine Pause, Liebster? Das ist eine gute Idee, Liebste.
Red Riding Hood. Köpfchen voller Baller, Baller gut. Aha, Adolf, ich bin noch da. Fast hier quer durch Eurasia. Ich trag für dich ein hübsches Kleid. Ich mach für dich die Weichen rein. In meinem Schoß ist etwas los. Ich lass dich ein, du machst dich groß. Voller Baller, Baller, gut. Aha, Adolf, ich bin noch da. Folgt dir quer durch Eurasia. Eurasia! Ich gewähre dir ein Krokodil, ein fressendes Eurasientier. Wir füttern dich mit Tutmehl als Nachspeise. Als Seitbereich. Little Brown Riding Hood, ein Körbchen voller Baller, Baller, gut. Aha, Adolf, ich bin noch da. Folgt dir quer durch Eurasia. Eurasia! Little Brown Riding Hood, ein Körbchen voller Baller, Baller, gut. Aha, Adolf, ich bin noch da. Folgt dir quer durch Eurasia. Spaziert, hereinspaziert, meine Damen, meine Herren, bestaunen Sie Karlchen, das größte Reptil Eurasiens. Er ist gewaltig, furchteinflößend, hereinspaziert, hereinspaziert, meine Damen, meine Herren. Ivan Matvejevich, spricht dieser Herr vielleicht Englisch? Jelena Ivanovna. Nein, die Sprache des Kerls ist nicht Englisch. Meine Damen, meine Herren. Ivan Matvejevich, spricht dieser Herr vielleicht Französisch? Jelena Ivanovna. Nein, die Sprache des Kerls ist nicht Französisch. Ivan Matvejevich, welche Sprache spricht dieser Herr? Jelena Ivanovna, die Sprache des Kerls ist... Ivan Matvejevich. Verzeiht, Ivan Matvejevich. Sehr verehrte Jelena Ivanovna, die Sprache des Herrn ist Deutsch. Deutsch. Danke, Semyon Semyonovich. Verzeiht, Semyon Semyonovich, da ich da widersprechen muss. Aber die Sprache des Herrn ist Deutsch und nicht Deutsch. Verzeiht, Ivan Matvejevich, Jelena Ivanovna, die Sprache des Herrn ist Deutsch. Deutsch und nicht Deutsch. Meine Damen, meine Herren, verzeiht, Semyon Semyonovich, Deutsch. Verzeiht, Deutsch. 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 Sag ich doch. Die Sprache des Herrn ist Deutsch. Ivan Matvejevich, nebst Kati, Jelena Ivanovna. Semyon Semyonovich. Es ist mir eine Ehre, Adam Adolf von Germania. Eva B. Pünktchen von Germania. Von Germania. Ach, mein Mann, der ehrenwerte Ivan Matvejevich. Ich? Ist Beamter. Ein Staatsbeamter. Ein Staatsdiener. Lieber Adam Adolf von Germania, ich bin hier sozusagen in einem öffentlichen Auftrag. In einem öffentlichen Auftrag? In einem öffentlichen Auftrag? Öffentlichen Auftrag? Nein, nein, lassen Sie nur. Sie sind selbstverständlich meine Gäste. Gäste? Gäste, ja. Meine Damen, meine Herren. Aha. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ivan Matvejevich, was ist das für ein eigentümlicher Geruch? Jelena Ivanovna. Da ich
verschnupft bin, ist mir die Eigentümlichkeit des Geruches nicht wahrzunehmen. Das ist bedauerlich, Ivan Matwejewitsch. Das ist in der Tat sehr bedauerlich, Ivan Matwejewitsch, da sich der eigentümliche Duft durch den Duft von Adam Adolf von Germania, dem Duft von Eva B. Pünktchen von Germania und dem für uns noch nicht sichtbaren Karlchen. Karlchens zusammensetzt. Man nennt die Eigentümlichkeit dieses wunderbaren Duftes auch Gemeinschaft. Ach, Semyon Semyonowitsch, Sie stecken ja so voller Inspiration. Lieber Semyon Semyonowitsch, die Ausführungen von Ihnen entbehren der unerschöpflichen Tiefgründigkeit eines Beamtes. Das, was Sie hier wahrnehmen, lieber Semyon Semyonowitsch, liebe Elena Ivanovna, das sind die Ausdünstungen des Herrens. Das ist sozusagen der universale Welten. Ich verneige mich vor euren universalen Duftkenntnissen. Zumal sich eure Nase der Invasion des bakteriellen Ungemachs zu erwehren vermag. Semyon Semyonowitsch, die Zunge und der Gaumen. Die Zunge und der Gaumen. Beethoven, jetzt die neunte!
es nur noch sehr verliebt. Das? Bedeutung, Ivan Matwejewitsch, ich atme die Ausdünstung des Herren. Wer hat nun geatmet, Herr Ivanovna? Ich, als Staatsbeamter. Und an, dass die Wiederbelebungsversuche sofort zu beenden sind. Es ist mir eine Ehre, Ivan Matwejewitsch, durch die Befolgung eurer Anweisungen an der Regierung Ivanovna beigetragen zu haben. Ivan Matwejewitsch, die Pflicht. Die Pflicht? Wo steckt denn das Kerlchen? Das größte Reptil Eurasiens? Ja, wo? Ivan Matwejewitsch, das deutsche Monster zwinkert mir zu. Jelena Ivanovna, das Krokodil stammt aus Afrika. Mein Karlchen? Mein Baby? Ist kein Monster, Jelena Ivanovna. Oh, das Krokodil zwinkert mir zu. Ist er auch für uns zu zwinkern? Ich möchte nicht, dass es zwinkert. Jelena Ivanovna, das afrikanische Krokodil. Welches sich im deutschen Besitz befindet. Nun, sagen Sie mir, Ivan Matwejewitsch,
Warum zwinkert das deutsche Krokodil, das afrikanische Krokodil, was sich im deutschen Besitz befindet, Jelena Ivanovna, verzeiht Jelena Ivanovna, zu? Das sollen Sie doch am besten wissen. Warum zwinkern Sie mit dem Lid Ihres rechten Augens Jelena Ivanovna zu? Ich bin doch kein Krokodil. Hinter meinem Zwinkern verbirgt sich eine wohlwollende Absicht. Ich will doch Jelena Ivanovna nicht fressen. Oh. Wenn beabsichtigen Sie nicht, Jelena Ivanovna zu fressen? Dann was beabsichtigen Sie, wenn Sie Jelena Ivanovna mit dem Lid Ihres rechten Augens zu zwinkern? Ich erwarte eine Antwort, Semyon Semyonowitsch. Karlchen ist ganz und gar ungefährlich. Ja, gänzlich ungefährlich. Mein Baby ist ganz ungefährlich. Ja. Warum, Semyon Semyonowitsch, zwinkern Sie mir mit dem Lied Ihres rechten Auges zu? Gänzlich ungefährlich. Gänzlich ungefährlich. Ich stupse es. Er stupst es. Sehen Sie, wie er es stupst. Das Karlchen ist gänzlich ungefährlich. Sagen Sie das Ihrer Gattin Jelena Ivanovna. Mein Baby ist ganz ungefährlich. Es zwinkert. Oh. Es blinzelt. Oh. Es zwinkert. Oh. Es blinzelt. Ja. Eine Antwort, Semyon Semyonowitsch. Es hat schon wieder gezwinkert, Ivan Matvejevich. Blinzelt. Gänzlich ungefährlich. Hier, sehen Sie, Ivan Matvejevich. Ich streiche meine Hände mit Kaviar. Karlchen ist ganz ungefährlich. Ich stehe drauf. Wow. Mein Gesicht mit Kaviar. Ganz ungefährlich. Ich beiß es. Ganz und gar den ganzen Körper mit Kaviar. Oh, es wird uns alle fressen. Eine Antwort, Semyon Semyonowitsch. Das zwinkernde Karlchen ist das ungefährlichste Krokodil aller Zeiten. Das ungefährlichste Krokodil aller Zeiten. Julia, weiter raus. Mit dem Oberkörper, noch weiter. Halt dich ruhig an deinem Adam. Ja, halt dich fest. So, das war die Stelle. Semyon Semyonowitsch, Jelena Ivanovna ist von Ihrer Redlichkeit gar nicht überzeugt. Beruhigen Sie sich, Jelena Ivanovna. Ich beweise Ihnen, dass Karlchen gänzlich ungefährlich. Doch, dann, Semyon Semyonowitsch, beiseite! Was haben Sie vor, Ivan Matvejevich? Was hat er vor, Semyon Semyonowitsch? Ivan Matvejevich beweist Jelena Ivanovna, dass das Krokodil gänzlich ungefährlich ist. Ivan Semyon Semyonowitsch, legen Sie Ihren Kopf in den von mir angehaltenen. Sagten Sie nicht, dass Karlchen gänzlich ungefährlich sei? Nein, tun Sie das nicht, Semyon Semyonowitsch, ich flehe Sie an. Semyon Semyonowitsch, Sie sind ja so mutig. Ivan Matvejevich noch eine Antwort schuldig. Mutig? Das nennen Sie mutig? Er hat sich in die Hose geschissen. Vom Karlchen. Da ungefährlich
schönsten Krokodil aller Zeiten. Das ungefährlichste Krokodil aller Zeiten. Selbst als Hühnchen. Bleibt da noch nicht? Lies der Text. Warum? Ja, warum? Ja, weiter. Noch nicht ausziehen, erst nach dem Text von euch. Warum zwinkern sie mit dem Lied ihres rechten Auges? Jelena Ivanovna zu! Bleibt noch da, Maci, jetzt fragen die anderen. Warum? Warum, Semyon Semyonovich? Jetzt tun. Trainer auch zu greifen, als auch nochmal eingreifen. Der dritte droht gleich mit Gericht. Geht es
zum Anstand frage ich dich. Verdammt nochmal, was fragst du mich? Ich nehme, ich trage für dich ein hübsches Kleid. Ich bin für dich allzeit bereit. Meine Augen, Arme riesengroß. Und erst dein Maul, das ist famos. Mit einem Biss wie Dracula saugst mir das Blut. Ich bin noch da, ist das nicht wie ein Pistolenfeuer? Little Red Riding Hood. Schwert und Kamm, die wahren Waffen, schaut nur her, ihr sollt schon gaffen. Der böse Wolf, das und ihr hier, der Jägermeister trinkt grad Bier. Ich bin das Weib, das ihn verlor, das ihm ewige Treue schwor. Ich weine lauter, ich betrüb, lang hab ich dafür geübt. Die eine will, die andere auch, die dritte flennt so gleich nach Brauch. Es tut mir leid, doch wer es glaubt, ist nicht gescheit. Little Red Riding Hood. Gefressen. Dann, Ivan Matwejewitsch ist jetzt auch unser Karlchen. Ivan Karlchen? Leibhaftig. Mein Karlchen Ivan. Unser Karlchen Ivan blinzelt.
Thank you.
kreischen, lauthals um die Wette heischen. Euro Scheine, Steinchen kreischen, lauthals um die Wette heischen. Liegst auch du dort quer im Magen, du deutsche Sau, und der Winter kommt, du frierst dich auf. Rein drauf. Zum Wohl. Laut. Zum Wohl. Na, so ruhig. Aber Adam, Adolf. Semyon Semyonovic? Zum Wohl. Ivan Matvejevich. Mein Adam, Adam von Germania. Komm zu mir. Aber Liebste, ich stehe hier mit meinem Freund. Auf Karlchen Ivan steht ihr. Auf Karlchen Ivan stehen wir. Eva B. Pünktchen von Germania auf Karlchen Ivan. Korrekt, Semyon Semyonovic. Zum Wohl. Zasrovje. Das ist nicht Odins Wille. Odins Wille, ich werde mich deinem Gott hingeben. Odins, du bist nicht deutsch. Wenn er mich nimmt, so werde ich sein. Hebt ihn, hebt ihn. Ja. Seht ihr dies bitte? Jelena Ivanovna. Unser Karlchen. Finger weg! Aber unser Karlchen. Finger weg! Aber das ist doch unser Karlchen. Konfisziert. Unser Karlchen ist. Konfisziert. Wagt es nicht! Annektiert! Konfisziert, einverleibt, da kennen wir Russen keinen Spaß. Aber Karlchen,
Mensch, wir rufen die Feuerwehr. Nein, ich bleibe hier. Was bedeutet das, Ivan Matwejewitsch? Bedeutung, Semyon Semyonowitsch? Bedeutung. 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 Das uah, brüllt. Bedeutung. Bedeutung. Ja, die Bedeutung. 200 Millionen. So. 200 Millionen Jahre. Redet. Dann musst du sagen, wofür reden sie. Egal, mach jetzt. Okay, da 200 Millionen Jahren Reptilien Dasein. 200 Millionen Jahre. 200 Millionen Jahre. Das ist viel. Entschuldigung, bitte, ich habe diese Musik halt noch nicht gemacht. Nee, du bist nicht dran. Wir fragen um nach Text. Ich blinze oder ist es noch nicht? Ja. Semyon Semyonowitsch? Nein, da muss ich erst drin sein. Ich hier, dein Schwanz. Ach, dein Leib ist hart wie Stahl. Dein Leib ist hart wie Stahl. Und dein Schwanz ist so lang. Lieber Matwejewitsch. Es ist meine... Es ist meine Pflicht, ein Beamter, den gegebenen Umständen sich... Genau, er verkörpert die russische Seele. Das war früher jetzt schon. Okay. Ich verkörper die russische Seele, Jelena Ivanovna. Nimm mich, Ivan Matwejewitsch. Nimmst du das Kreuz mit? Ich nehm's mit. Ja. Trocken, ihr dann immer noch da? Nee, noch nicht. Nee, nicht trocken? Erstmal nicht trocken. Ah, was ist jetzt? Ich habe Hunger. Ah. Nee, doch, mach weiter bitte. Okay. Ich habe Hunger, Ivan Matwejewitsch. Ich zwinkere Ihnen zu. Ich zwinkere Ihnen zu, Semyon Semyonowitsch. Ihr blitzelt, Ivan Matwejewitsch? Ich zwinkere, Semyon Semyonowitsch. Ich zwinkere auch, Semyon Semyonowitsch. Nein, ich will nicht, dass ihr zwinkert, Jelena Ivanovna. Semyon. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Die besten überleben. Jelena Ivanovna. Ja, sie schmeckt. Ja, kann sie dort. Ja, das war gut. Das war gut. Ivan Matwejewitsch. Ein bisschen trocken, Jelena Ivanovna. Jetzt wird hier vorne geschlossen. Also ihr seid nicht die besten überleben. Nur die besten überleben.
Jelena Ivanovna? Das hat man schon. Jetzt kommt das Geräusch. Nee, Adam, Adam, wo wollt ihr hin? Ah, aber nee, Adam Adolf von und Eva B. Punktchen von Germania. Wo wollen Sie hin? Seilen und Anschirren. Ja. Anschirren. 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 Vor dem jüngsten Gericht. Ein gutes Ende ist das